Das hier ist die aktuelle, die 7. Auflage des Pflege heute, des meistverkauften Lehrbuchs für die Pflegeausbildung. Und ich wollte in diesem Video kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich jetzt in der aktuellen 7. Auflage als Autor das Kapitel zur Schmerztherapie geschrieben habe, von der Anfrage bis zur Veröffentlichung. Im Juni 2017 habe ich überraschend eine E-Mail erhalten vom Elsevier Verlag, vom Autorenteam, vom Redaktionsteam des Pflege heute, ob ich Interesse hätte mitzuschreiben. Für mich kam das wirklich sehr überraschend. Ich habe vorher ein paar Fachartikel geschrieben, ich habe natürlich ein paar Jahre doziert, bin lange in dem Beruf tätig, also in der SAPV und davor in Hospizen. Aber es kam doch einigermaßen überraschend über einen netten gemeinsamen Freund, Herrn Wenner. Vielen, vielen Dank. Und so stand ich da und dachte, Pflege heute? Cool, das ist ja mein Fachbuch, mit dem ich meine Ausbildung damals gemacht habe, um die Jahrtausendwende herum. Und habe natürlich gleich zugesagt, das mache ich. Tolle Sache, da freue ich mich. Aber die Frage war, was kommt jetzt auf mich zu? Für einen Fachartikel habe ich zuerst ein Brainstorming gemacht, mir dann eine grobe Struktur aufgeschrieben, dann meine Quellen zusammengesucht und dann langsam angefangen loszuschreiben, hin und her zu sortieren, zu korrigieren, zu schieben. Dass es bei einem großen Lehrbuch nicht völlig anders läuft, war mir auch klar. Weil der Verlag gibt natürlich auch etwas an Struktur vor und das ist deutlich mehr als in einem Fachjournal. Denn das große Ganze zählt. Wenn ich ein Lehrbuch für eine komplette Ausbildung mache, muss natürlich auch eine gewisse Einheitlichkeit da sein. Und noch dazu hat natürlich auch vorher schon jemand ein Kapitel zur Schmerztherapie geschrieben. Der Herr Fischer, großartig. Was ich natürlich jetzt auf den aktuellen Stand bringen möchte und so, das ist klar. Ich möchte es auch ein bisschen griffiger haben, denn so ein paar Sachen haben mir jetzt persönlich da nicht so gepasst. Aber natürlich im Rahmen dessen, was der Verlag von mir fordert. So fing also alles damit an, dass ich mir das vorherige Kapitel erstmal in Ruhe durchgelesen habe und dann eine Arbeitsversion des Verlags bekommen habe mit einem riesigen Kopf an verschiedenen Formatierungshilfen und Vorschriften, die ich zu beachten habe, damit das Ganze halt nicht völlig durcheinander läuft und die sich im Redigat halt die Finger blutig tippen. Die größte Schwierigkeit war dann auch, sich durch diese ganzen Formatierungshilfen zu arbeiten. Dazu gibt es auch eine große Übersicht, die man dazu geschickt kriegt und die ist auch bitter nötig. Letzten Endes mussten mir trotzdem Leute aus dem Verlag immer ein bisschen helfen. Ich habe also einige Kapitel neu geschrieben, habe ein paar bestehende umgestellt, umformuliert, Sachen angepasst und, was natürlich so in modernen Zeiten üblich ist, ein bisschen am Design geschraubt, das heißt neue Schaubilder dazu entworfen, die dann vom Verlag in gute, druckbare Grafiken umgebaut wurden. So ging dann das Ganze ein paar Mal hin und her. Ich habe mein Kapitel geschrieben, ich habe es zum Verlag geschickt, der Verlag hat es redigiert, also korrigiert, ein bisschen geschaut, ob das fachlich okay ist, ob das vom Ausdruck her stimmt. Wieder zu mir zurück, da habe ich das Ganze mir wieder durchgelesen, ich habe es redigiert, dann ist es wieder zum Verlag. Und dann kam die ganz lange Wartezeit, ich glaube fast ein Jahr, die es gedauert hat, bis alle Kapitel fertig waren, bis das ganze Buch stand und es dann langsam in den Druck gehen konnte. So hat es also insgesamt nur 2 Weihnachtskarten gedauert, bis das komplette Buch stand. Und vor einigen Wochen habe ich dann endlich mein Exemplar zugeschickt bekommen, ganz aufgeregt den Karton aufgerissen, geschaut, was drin ist. Und da war es endlich, nach langer Wartezeit, die 7. Auflage des Pflege heute. Und ich muss sagen, ich bin einigermaßen stolz darauf, was für ein tolles Buch daraus geworden ist. Es ist deutlich moderner im Design, es ist besser aufgebaut, hat viel mehr Zusammenfassung, hat neue, richtig gute Grafiken, die sehr einleuchtend sind, also so, dass man verschiedene Lehrtypen auch damit gut erreichen kann. Und für jeden etwas dabei ist. Und so glaube ich, dass man mit dem neuen Pflege heute den Beruf der Krankenpflege und ich denke auch die generalisierte Ausbildung in den nächsten Jahren ganz gut meistern kann. Ich freue mich, dass es ein echt gutes Kapitel geworden ist und ich hoffe, dass die kommenden Generationen an Schülern das gut nutzen können und so gut durch die Ausbildung kommen und sich bewusst sind, wie wichtig die Schmerztherapie, das Schmerzmanagement in der Pflege für alle Patienten ist.